Was geht ab, Fitnessfreunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal wird gefrühstückt. Das war aber ein kurzer Tag. Von morgens direkt ins Auto, abends ins Training. Manchmal will man halt so vloggen und dann passiert halt das Leben. Ich habe auch vergessen, mein Frühstück zu filmen. Ich hatte so ein geiles Frühstück, Mann. Toast mit Guacamole selbst gemacht und ein Spiegelei drüber. Richtig geil. Zeige ich euch dann nächstes Mal. Und jetzt sind wir auch schon bei dem Part, wo ich ins Training fahre. Viele haben geschrieben, dass sie meine Videos in letzter Zeit feiern, weil ich halt irgendwie glücklicher wirke, humorvoller wirke und meine Videos auch etwas lustiger sind. Das liegt daran, dass ich jeden Morgen einen geilen, saftigen Thunfischbrot. Nicht Spaß, es liegt natürlich daran, dass ich jeden Morgen einen richtig geilen, saftigen Clown frühstücke. Die Wahrheit ist, dass ich das schon immer geliebt habe, was ich hier mache. Also Videos drehen und bearbeiten ist wirklich meine Leidenschaft. Sie waren tatsächlich mal besser, mal schlechter und sie sind auch immer noch mal besser und mal schlechter. In jedem Leben, so auch in meinem Leben, gibt es Probleme und Dinge, die nicht so schön sind. Aber die filmt man dann halt auch nicht gerne. Und dann ist man bei den Teilen, die man dann wiederum filmt, natürlich nicht so optimal drauf, wie wenn der Tag perfekt gelaufen ist. Was ist das für ein Video, wenn ich morgens aufstehe? Oh, was für ein Scheißtag, ich habe mir heute Morgen den kleinen Zeh gestoßen. Fakt ist, jeder hat Probleme, keiner hat ein leichtes Leben und es ist einfach nur Rumheulerei, sich als der darzustellen, der die meisten Probleme auf der Welt hat und man hat ja so ein schlechtes Leben und man kann ja eh nichts ändern, weil das Leben ist ja sowieso so unfair und erst muss sich dieses unfaire Leben ändern, bevor ich mich ändere. Man muss diese Anfangsbedingungen nehmen, die jeder von uns bekommt und aus denen was machen. Und jeder kann aus seinen Anfangsbedingungen das Beste machen. Jeder hat 24 Stunden Zeit am Tag. Jeder kann sich in dem Bereich weiterbilden, der ihn interessiert. Und jeder kann in dem Bereich, den er gerne macht, besser werden und erfolgreich werden. Jetzt noch ein bisschen Musik. Habe ich schon fast vergessen. Habe mich durch meine eigenen Worte motiviert. Jetzt noch ein bisschen Musik hier. Mit den Shredded Aesthetic Sis Lifestyle, Digga. Ich vergesse nicht, wo meine Wurzeln sind, Mann. Herzlich willkommen zu diesem Voiceover. Was geht ab, Fitnessfreunde? Mein Standardspruch wie immer. Wie ihr wisst, fange ich immer mit wenig Gewicht an und steigere mich dann, um in die Bewegung reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich einen Satz vorher noch gemacht habe. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Jedenfalls sind das hier 100 Kilo und es war gut, aber ich habe festgestellt, ich rutsche auf den Socken auf dem glatten Unterboden. Ich verstehe nicht, warum die da nicht überall Gummi gemacht haben, sondern das so rutschig gemacht haben. Hier nochmal. Also ihr könnt sehen, ich versuche schon darauf zu achten, dass man ihn nicht sieht, aber es gestaltet sich als schwierig irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, die Hose ist einfach zu eng. Oder der liegt irgendwie immer komisch bei mir. Aber ihr könnt sehen, selbst wenn ich ihn gerichtet habe, klappt es nicht ganz, weil man sieht ihn halt immer noch, wenn ich oben bin. Die Bewegung ist halt auch so richtig. So, einer auf den. Da ist er! Hallo! Okay, geil. Jedenfalls hatte ich hier die Nike-Schuhe und das war noch schlimmer. Weil mit Nike-Schuhen, die sind wirklich so schwammig und rutschig. Also die sind überhaupt nicht fest. Und da nimmt man halt lieber dann Barfuß oder All-Stars oder sowas. Also Schuhe mit einer stabilen Sohle. Doch dann habe ich mein Setup eingerichtet, indem ich da oben drauf nochmal drei Matten draufgepackt habe.
Ich hätte auch zwei nehmen können, aber dann wäre der Bewegungsradius kleiner, deswegen drei, damit ich etwas höher stehe. Und das war richtig ideal. Also da konnte ich, das hat gepasst. Und in dem Moment dachte ich mir, wow, 100 Kilo, so easy, so richtig auf Speed, dass ich mir dachte, heute ist sogar vielleicht der Rekord drin. Ja, ein bisschen Kreide natürlich empfehle ich echt von MyProtein, wie Flüssigkreide. Da habt ihr so einen optimalen Grip, also damit könnt ihr echt eure Rekorde aufstellen. Das waren, glaube ich, dann nochmal 100 oder 140. Ich glaube, es waren schon 140. Und es ging auch easy. In doppelter Geschwindigkeit habe ich das abgespielt. Noch eine Platte draufgepackt. Da sind wir auch schon bei 180. Und da dachte ich, ja, die ziehe ich weg, Mann, die ziehe ich weg. Das war ja bis vor kurzem noch mein PR, mein Rekord. Aber irgendwie hier im Double Overhand Grip hat es nicht geklappt. Bei dem Kreuzgriff habe ich eine viel stärkere Kraft, weil der Grip ist einfacher und ich kann das Ding einfach besser ziehen. Dann bin ich auch schon auf 190 gegangen. Das ist ja jetzt bis jetzt mein PR und siehe da, irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Noch ein Versuch. Ich dachte, das muss doch gehen. Habe ich doch letztens auch geschafft. Und ich bin hochgegangen, aber ich habe die Rumpfstabilität verloren. Und das ist katastrophal. Ich sag euch, ich hätte das Ding gepackt, ich hätte es versucht, weil ich gebe ja nie auf, aber zum Glück habe ich mir diese Aufnahme angeschaut und ich habe gedacht, du hast die Rumpfstabilität verloren. Und das ist aber das Wichtigste beim Kreuzheben. Ich werde euch hier einen Pfeil einblenden, wo ihr darauf achten müsst, weil wenn das passiert, würde ich nicht höher gehen, weil das kann echt auf den Rücken gehen. Also, wir achten drauf hier und ich sag euch den Moment, ich hebe, hebe, hebe und da ist der Rücken krumm geworden und Rumpfstabilität verloren und in dem Moment muss man aufhören und das habe ich auch zum Glück. Ich sage euch, ich hätte vielleicht sogar die 190 oder 195 gezogen, aber warum? Wenn ich nicht stabil bin, wenn das nicht mein Tag ist, dann ist es nicht mein Tag. Dann gehe ich runter, mache nochmal 140, paar Sätze, paar Wiederholungen und bin dann sogar noch runtergegangen auf 100, habe Deadlifts mit Deadstop gemacht, weil ihr müsst so gucken, was ist der Grund, warum ihr nicht könnt? Ist es die Griffkraft? Bei mir war es in dem Fall nicht die Griffkraft. Bei mir war es die Rumpfstabilität, die nachgelassen hat. Deswegen mache ich jetzt am Ende noch eine Übung, die mir bei der Rumpfstabilität hilft. Und das ist die hier, Deadlifts mit Deadstop. Natürlich viel weniger Gewicht und es bedeutet, am schwierigsten Punkt macht ihr einen Deadstop, also eine Pause. Also knapp über den Boden, eine Pause halten, um richtig den Rumpf zu stabilisieren, zu halten, das zu fühlen. Und meine Finger haben zusammengeklebt hier, also weil ich so stark festgehalten habe. Das war echt lustig. Ja, und man muss natürlich da, wo die Schwäche ist, da dran arbeiten. Wadenheben zeige ich nicht so oft. Wichtig ist kompletter Bewegungsradius und die Waden trainiert man genauso wie jeden anderen Muskel. Ich verstehe nicht, warum man den anders trainieren muss. Aktuell feiere ich die Beinpresse, mache ich alternativ zu den Kniebeugen, weil ich mich da ja verletzt habe, bin ich auf die Beinpresse ausgewichen. Und ich sage euch, das brennt wie Hölle. Also das brennt wie Sau. Ich habe hier den. Also ich habe hier voll reingehauen, richtig viele Wiederholungen gemacht, kurze Pausen und ich dachte, meine Beine fallen auseinander. Das sieht man auch an meinem Gesicht. Ich habe so gekämpft, ich habe fast geheult, Alter. Das hat so geschmerzt, so gebrannt, aber ein guter Schmerz. Genau den Schmerz wollen wir beim Bodybuilding und genau durch den Schmerz müssen wir durch. Weil am Ende ist dieser Schmerz, der zwischen Gains und keinen Gains entscheidend ist. Nochmal Bauch, da habe ich 5 Sätze gemacht. Es ist allerdings zu einfach in der Maschine, nämlich das komplette Gewicht und schafft trotzdem 15 Wiederholungen, aber immerhin. Boah, Digga, ich bin fick und fertig. Ich habe heute extra wieder für euch meine enge Hose angezogen. Wieso trage ich eigentlich überhaupt eine Hose? Eigentlich kann ich gleich direkt unten ohne trainieren. Nach Hause geht's und es gibt noch Essen. Jo, was geht ab, Fitnessfreunde? Der nächste Tag und ich filme mit einer anderen Kamera, sieht man den Unterschied? Also ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz so flüssig wie die neue. Und zwar ist das meine alte Kamera, nicht die allererste. Die allererste war eine von Medion, von Aldi für 100 Euro. Damit habe ich meine ersten 200 Videos gemacht oder sogar noch mehr. Und dann hatte ich die hier, die Sony NEX 5R. Ich dachte, die reicht aus, weil von der anderen der Akku leer ist, aber die ist wie genauso zu filmen wie mit Kartoffel. Ich habe ja im letzten Video Walid reingeschnitten, wie er nach dem Booster gekotzt hat. Und da ist mir eingefallen, ich sollte ihn mal wieder besuchen und überraschen. Wie in alten Zeiten. Wir haben uns immer getroffen, FIFA gezockt und
gecheatet und das wird auch heute so sein. Ich habe hier einmal die Oriental von Funny Frisch, dann habe ich die Milka Cookies, dann habe ich zwei Rustipanis und eine Ristorante, nee, zwei Ristorante Mozzarella. Ich mache versteckte Kamera, Digga, mal gucken, ob er es checkt. Ich habe die Kamera hier zwischen den Süßigkeiten und Chips versteckt. Hier wird man ja richtig nett an der Tür begrüßt. Ja. Was geht ab? Hi. Ich habe uns ein paar Cheating-Sachen mitgebracht, wie in alten Zeiten. Ich hoffe, du hast Bock auf eine Runde FIFA. Willst du verlieren? Ich hoffe, du willst zerstört werden. Ich muss doch die letzten Tage meiner Massephase genießen. So, das Spiel geht los. Wir haben gerade Halbzeit und es steht noch 0-0. Groß mit der Eingabe. Wow, Latte! Der nächste Angriff der Citizens. Oh Mann, ey. Aguero. Aguero! Boah. Weil eine gute Leistung ist so wichtig für die Mannschaft. Leo, ein tolles Zuspiel. Der Freunde mit der Riesen. Nein! Glücklich. Aber das hole ich auf jeden Fall auf. Nachlässig, ey. So ein geiles Tor. Ich habe dich ausgeguckt. Ich wusste, du blockst links und ich schieße rechts oben einfach reingeballert. Einfach zerstört. Ausgekocht. Mach. Zerstörungsausgleich, Mann. Mach, du Affe. Unfassbares Tor hat der Kommentator gerade. Piss dich mit deiner Aufnahme, Digga. Mach jetzt mal. Kannst dich wegmachen. So. Zack. Mach! Ich lasse es jetzt dreimal laufen. Schöne Flanke. Oh, habt ihr das gesehen, Mann? Cristiano Ronaldo ist ja nicht nur mit dem Fuß stark, auch seine Kopfbälle sind eine echte Waffe. Er ist schon Wahnsinn, wie viel Wucht er da hinter den Ball bringt. Und dann hat er vor allem auch einen Sensation. Das ist so ein Scheiß. Nein, er schießt daneben. Habt ihr die Grätsche gesehen? Kann nicht wahr sein. Und wie fühlst du dich? Ja, Sack Kartoffel. Die zweite Hälfte in dieser Verlängerung. So Digga, was soll das, ey? Und sie holen sich den Ball noch nicht mal dann. Schwachmatenbande, ey. Faulin. Aguero. Geht Vorteil für City. Oh oh. Er ist ganz alleine. Das könnte es sein. Super gehalten. Ja. Sané. Oh oh. Jetzt De Bruyne. Schreib aus De Bruyne. Riesenschuss. Ja. Alter. Momentum ist auf meiner Seite, ey. Reflex verhindert den Treffer. Ball kommt weit. Ja. 8 Minuten noch. Lauf mit diesem verdammten Dreckscheater durch, ey. Mit diesem Arschgesicht, den man nicht aufhalten kann. Benzema. Und dann faulen sie ihn gleich mit Absicht, Digga. Ich schwör's dir, so ist das Spiel. Nein! Wir wollen. Ball zurück zu Aguero. Was war das denn, Digga? Was war das denn? Der Torwart guckt nur so. Kevin De Bruyne. De Bruyne mit der Riesenchance. Nein! In der 119. Minute. Oh, Digga. Nein. Der Schuss war es aber echt verdient, ey. Nein. 119. Alter. 119. Nein. Nein. Okay, ich hab noch Zeit. Ja, noch nicht mal eine Sekunde. Backe unparteiische drauf. 2 Minuten. Jetzt wird's gefährlich. Boah, faul. Am Arsch faul. Nein, nein. Jetzt die Chance. Geil, Digga. Er macht in der 119. Oh, und 120. Dick, ein Tor. So ist der Mann dick. Das 2-2 und das 3-2. Dick. Du dick. Nein. Wie kann jetzt sowas... Jetzt kannst du heulen, Digga. Sowas kann doch nicht ernsthaft passieren, ey. Ernsthaft. So ein unfaires Spiel, ey. Du hast Momentum eingestellt. Oh, Momentum in deinem. Oh, jetzt wollte ich Tor machen, ey. Jetzt hatte ich den Ball, jetzt wollte ich Tor machen. Ey, mein Controller ist kaputt. Ich habe auch den scheiß Platz hier bekommen auf der linken Seite, obwohl meine Mannschaft rechts ist. Also, das gibt eine Revanche, Mann. Oh, es gibt Essen. Ich habe auch Hunger. Mit Hunger kann ich nicht spielen.
Massephase genießt, Mann.